Hallihallo, Hallöchen. Hier ist wieder Mädchen A zurück mit einem Tutorial zum Workshop. Ich habe es mir lange überlegt und habe mir gedacht, heute mache ich es einfach mal. Denn ich habe euch im letzten Video von den neuen Fahrzeugen erzählt, bin gerade dabei im Workshop darauf nochmal drauf gestoßen, habe mir das Ganze nochmal genau angeschaut und bin begeistert. 61 neue Fahrzeuge bringt uns dieses Vehicle Pack. Und heute möchte ich einfach mal grundsätzlich zeigen, wie ihr den Workshop überhaupt nutzen könnt. Und dafür geht ihr einfach in eure Bibliothek. Ich habe jetzt einfach mal hier meine Favoriten, habe ich Unturned hinzugefügt. Also ich habe noch mehr Spiele. Ich habe jetzt hier mal Unturned. Nur in der Bibliothek, nicht, dass ihr denkt, ich hätte nur Unturned als Spiel. Ihr könnt das auswählen. Geht dann hier auf Community Hub. Und dann auf Workshop. Und der Workshop ist nichts anderes als ein Zusatz zum Spiel, also wo jeder Spieler Maps oder selbst erstellte Inhalte hochladen kann, welche euch im Spiel bereichern werden. Ihr seht, hier sind immer die beliebtesten Sachen des Tages und da gibt es jede Menge, was euch angezeigt wird. Auch sehr coole Sachen. Stranded Deep ist eine Map wahrscheinlich, ja. Fallout Map und Waffen-Mods, alles Mögliche könnt ihr euch da holen. Und ich habe mir gerade dieses wunderbare Frank Vehicles Modpack runtergeladen. Und es sind tatsächlich 61 neue Fahrzeuge gemoddet. Ihr seht Lamborghini, Panzer, es gibt einen Wohnwagen, es gibt einen Jeep, es gibt alles Mögliche. Und genau das werden wir uns jetzt, ich deabonniere das Ganze jetzt mal kurz. Also wenn ihr euch das ganze Workshop anschaut, müsst ihr auf Abonnieren klicken. Dann wird sich das Ganze hier unten aktivieren bei den Downloads. Ihr müsst warten, bis das Ganze fertig runtergeladen ist. Hier haben wir übrigens die Item-IDs. Meine Güte, da sind sogar Military Motorbikes. Ich glaub's nicht. Also das Van, Tank, also Panzer, Pizza Truck, ich glaube Ice Cream Truck. Also ihr seht, jede Menge Lamborghini ohne Ende. Ein London. Ihr kennt doch bestimmt diese roten Busse, die in London, die Doppeldecker, die rumfahren. Auch die sind mit drin. Alles Mögliche. Okay, Pickup, Military APC, Police APC, Londonese Taxi. Und das werden wir uns alles gleich in-game anschauen. Also ich werde das Ganze dann alles cheaten. Ihr seht, abonniert, hat fertig runtergeladen. Hier wird es euch angezeigt, wenn ihr auf Downloads drückt, fertig runtergeladen. Das heißt, wir gehen jetzt in die Bibliothek unter Favoriten habe ich Unturned und starten das Spiel. Das heißt, ich starte das Spiel jetzt, werde dann auf Unturned switchen und wir sehen uns gleich. Bis dahin. So, ich bin nochmal zurück, weil ich euch nochmal etwas zum Workshop erklären möchte. Etwas ergänzen, was ich vergessen habe zu sagen. Und dafür gehen wir einfach nochmal unter die Kategorie Community Workshop. Also Unturned anklicken, Community Workshop. Ja, das allererste, ihr könnt hier oben natürlich auch über die Suchleiste irgendwelche Dinge, bestimmte Dinge suchen. Hier habt ihr bestimmte Kategorien, die ihr auswählen könnt. Und was ich eigentlich noch zeigen wollte, sind hier beispielsweise, suchen wir uns irgendeine Map. Ich nehme jetzt mal Militant State, eine, die Mods drauf hat. Also ich glaube, Militant State hat keine Mods, genau. Dann suchen wir uns mal, nehmen wir einfach mal die Fallout. Da sind auf jeden Fall Mods drauf. Genau, ihr seht es hier, für diese Map. Erstellt von irgendwelchen Spielern über den Workshop, über den Editor, über den Workshop-Editor, genau. In-game könnt ihr auch Maps erstellen und da auch diese Mods nutzen. Und genau diese Mods müsst ihr als Benutzer der Map dann auch alle besitzen, beziehungsweise runterladen. Und das seht ihr hier, benötigte Objekte habt ihr bei einer Map. Oder auch wenn ihr ein Waffen-Pack runterladet, in dem mehrere verschiedene einzelne Waffen aus dem Workshop zusammengenommen wurden, dann müsst ihr euch hier seitlich, steht das dann, benötigte Objekte, noch die einzelnen Mods runterladen. Dafür drückt ihr einfach die Mods an, ich habe jetzt die meisten schon, und dann abonnieren, dann schließt ihr dieses kleine Fenster wieder, das aufgeht, und drückt den nächsten Mod an, abonnieren und. Und dann werden sich diese Mods hier unten, nämlich, also die Mods werden dann über Steam heruntergeladen, hier unten steht dann ein von einem Downloads, und das gilt dann wirklich nur für einen Mod. Das heißt, ihr müsst warten, bis hier alles durchgelaufen ist. Also 1 von 1 Downloads, wenn abgeschlossen dasteht, heißt es nicht, dass alle Mods fertig sind, denn meistens ist es so, dass dann der nächste Mod eingereiht wird und heruntergeladen. Also so viel dazu.
dann könnt ihr euch hier die ganzen Mods herunterladen. Hier sind jetzt natürlich extrem viele drauf, wie ihr sehen könnt. Im Normalfall sind es weniger, aber ja, hier sind es auf der Fallout-Map sind relativ viele drauf. Und danach müsst ihr Unturn neu starten, um die Änderungen geltend zu machen. Also dafür einfach wieder in die Bibliothek und Unturn starten. Und genau das werde ich jetzt machen, werde schon in Vorarbeit mir auf dem Airfield von Chernobyl wahrscheinlich die ganzen Fahrzeuge cheaten, denn es sind ja 61 Stück, viele auch mit verschiedenen Farben. Ich werde mir jetzt nicht alle Farben cheaten, wahrscheinlich so ein bis zwei Fahrzeuge, gleiche Fahrzeuge, baugleiche, mit unterschiedlichen Farben, um die euch zu zeigen. Aber wir schauen uns das Ganze jetzt gleich in-game an, also ihr könnt die dann im Singleplayer nutzen und eben auch auf den Maps online, wie auch immer. Dafür müsst ihr eben diese Mods besitzen. Ansonsten könnt ihr den Maps nicht joinen. So, und ich mache jetzt hier die Aufnahme. 2 Minuten, ihr seht, ich habe eben noch das Video zum Tutorial gemacht. Das haben wir gemeinsam durchspielt. Jetzt die 2 Steam Workshop Videos, die ich zusammennehmen werde. Und wir sehen uns jetzt noch gleich zum dritten Teil in Unturn. Bis dahin. So, zurück in Unturn. Habe ich mich jetzt fleißig ans Cheaten gemacht. Und muss euch sagen, ich bin dermaßen begeistert von dieser Mod, weil ich habe noch nie ein Vehicle Modpack, ein Fahrzeug Modpack gesehen, was so umfangreich ist und so vielfältig. Und vor allem sind die Fahrzeuge äußerlich super umgesetzt. Genau deswegen werde ich euch jetzt zeigen, wie ihr das Ganze machen könnt. Ich habe mir den Text jetzt schon vorgeschrieben. Ihr gebt ein Add Vehicle, Leerzeile, dann euren Namen, einen Querstrich und dann die Item-ID. In dem Fall wäre es jetzt 17050, ich glaube der Military Jeep noch. Der fehlt noch. Ne, 17, oder? Ne, das ist kein Military Jeep. 17060 wäre es gewesen. Dann machen wir es gleich nochmal. 17060. Ja, das ist der Military Jeep. Gibt es wahrscheinlich auch noch in grün. Und ich bin wirklich begeistert. Ich kann nur sagen, das Modpack sieht wirklich klasse aus. Und ich weiß gar nicht, wo wir beginnen. Ich glaube, wir fangen von hier an und gehen dann einmal die Runde. Ihr seht, ich habe jetzt nur einen Bruchteil der Fahrzeuge gecheatet, denn die gibt es in allen möglichen Farben und es sind wirklich coole Sachen dabei. Dann fangen wir gleich mal mit dem Test an, hier beim Military Snow Jeep. Okay, Sound hört sich schon mal ganz gut an, recht klassisch. Hinten hat er sogar noch einen Tank dranhängen. Und er fährt eigentlich recht solide, aber nicht ganz so schnell. Ihr merkt, gemütliche 34 Meilen pro Stunde. Kann man mal ein Ründchen drehen. Lenkung ist ein bisschen schwergängig. Aber sieht super cool aus. Licht funktioniert. Hupe auch. Okay. Gehen wir weiter. Fangen wir an mit dem. Jetzt müssen wir noch die guten Zombies hier fernhalten. Oh, ein Alice. Den könnte ich noch gebrauchen. Oder habe ich schon einen? Ne, den habe ich noch nicht. Nehmen wir noch glatt mit, den Alice. Ach, der ist verpackt, den kann ich nicht aufheben. Egal, weiter geht's. Testen wir direkt mal diesen schönen Frank's Van. Sitzplätze hat er. 5 Stück, meine ich. Ja. Da könnt ihr sogar hier hinten quer sitzen. Super geile Dinge. Ein super tolles Gefährt. Lichtfunk. Oh. Oh, oh, oh. Da habe ich nicht richtig hingeguckt und Wohnmobil mitgenommen. Das gibt's nämlich auch. Licht sieht schon mal sehr gut aus. Äußerlich eine solide Kiste. Ihr könnt dann eure Sachen ausliefern und genau, da gibt es noch eine besondere Ausführung von einem Pizza. Nehmen wir den Panzer, schieben wir mal zur Seite hier, also RAM kann er gut. Könnt ihr gut zuverbarrikadieren, den Dinger. Gefällt mir auch sehr, sehr gut. Den gibt es auch als Easter Egg. Free Candy steht drauf. Was der jetzt noch so bringt. Oh, hat ein bisschen mehr Leistung, weiß ich jetzt gerade gar nicht. So, sind wir gut durchgekommen. Oder ist der im Innenraum ein bisschen anders? Nee. Oder sind die Sitze verkehrt rum? Weiß ich jetzt gar nicht, habe ich mir nicht mehr drauf geachtet. Ich glaube, im anderen waren sie falsch rum. Vielleicht habt ihr drauf geachtet. Aber ihr seht, wie viele Fahrzeuge dieses Modpack enthält. Das ist der Wahnsinn. Und es sind hier ja noch die unspektakulärsten, die wir gerade fahren. Den Panzer nehmen wir uns am Ende vor, definitiv. Hier zum Beispiel Military Truck. Military Forest Truck sieht super cool aus. Sound geht in Ordnung. Bin mal gespannt, wie schnell der fährt. Ich hoffe nicht ganz so langsam. Wie viele Sitzplätze hat er denn?
Wenn er 8 Sitzplätze hätte. 10! Ich glaub's nicht. Schaut euch diesen Krankenwagen an. 10 Sitzplätze. Ein Traum für jeden. Für jedes Unturn-Team, wenn ihr mit diesem Ding rumfährt und 10 Mann reinpacken könnt. Ein Wahnsinn. Wir hatten damals immer Schwierigkeiten, wenn wir zu 5 gespielt haben. Da hat nur noch ein APC oder ein Krankenwagen gereicht, damit alle reingepasst haben. Aber 10! Da habt ihr wirklich noch Platz nach oben. Selbst wenn ihr zu 8 spielt, passen noch 2 Mann rein. Wahnsinn, Wahnsinn. 10 Mann. Steigen wir aus. Haben wir gesehen. Gucken wir uns die einfach mal nur von hinten an. Können wir da reingehen? Wir können tatsächlich rein. Und jetzt schaut euch das an. Müssen wir den Zombie noch kurz töten. So, der geht mir nämlich auf den Zenkel. Ein Pizzaofen hat der Kerl sogar hier reingebaut. Unglaublich, unglaublich. Ein Pizzaofen. Wie viele Plätze hat er? 2. Und da könnt ihr eure Pizza ausliefern an eure Kollegen. Hier, groß und breit steht's drauf. Vielleicht kriegt er ein paar Loonies. Ein bisschen Ingame-Geld gibt's ja. Vielleicht kriegt er was dafür. Das wäre wirklich Wahnsinn. Einfach, ich bin begeistert von diesem Modpack. Stellt euch vor, ihr spielt auf einem Roleplay-Server. Echt, also Geld gibt's ja jetzt schon in Unturned. Und ihr handelt mit Geld und könnt dann hier quasi Pizza ausliefern. Wahnsinn. Eine Pizzaofen. Ich habe mir noch gedacht, was raucht da oben raus? Ist ja schon kaputt. Welchen Cheat? Aber das ist der Ofen. Hier oben sogar eine Öffnung. Oder und hier, was haben wir hier? Den Eisladen. Sieht auch super cool aus. Das gleiche als Ice Cream. Schauen wir uns doch diesen Truck hier an. Small Truck. Wie viele Sitzplätze hat er? 2. Da könnt ihr wahrscheinlich noch auf die Pritsche eure Betten und alles möglich draufsetzen. Auch ein sehr cooles Fahrzeug. Also ich muss sagen, wenn man diese Modpacks auf eine Map bringt, dann hat man da deutlich mehr Abwechslung in Fahrzeugen. Auch das Wohnmobil, ich finde es super cool. Oh, und ihr seht, als nächstes steht ein Motorrad an. Jetzt gucken wir nochmal, ob man da drauf kommt. Kommen wir da irgendwie drauf? Hinten vielleicht? Ja, man kann tatsächlich hier drauf. Habe ich jetzt was zum Setzen? Habe ich leider nichts. Aber sehr, sehr cool. Hier mache ich mal einen Scope-Wechsel. Mache mir das Red Cross, ist eigentlich mein Lieblings-Scope. Mache ich mir hier auf diese schöne Honey Badger. So, jetzt haben wir hier ein Frank's Motorbike. Sieht schon mal sehr, sehr cool aus. Es gibt noch eine andere Motorräder-Mod. Oh. Heiliges Kanonenrohr. Ja, dieses Motorrad ist bei weitem, seht ihr das? Bei weitem gelenkiger. Ja, ab und zu spackt es ein bisschen mit dem Sound, aber insgesamt, da fehlt ein bisschen der Durchzug für ein Motorrad. Es ist ja mehr oder weniger ein Moped, aber der Sound ist wirklich, kann auf Dauer ein bisschen nerven, aber hört sich am Anfang schon sehr, sehr cool an. Mal eine Abwechslung. Auf das Polizeiauto bin ich auch gespannt. Sieht von innen super cool aus. Zumindest die Motorhaube, wenn man drinnen sitzt. Ich weiß gar nicht, ob ihr mich jetzt noch versteht. Schalten wir mal ab, die Kiste. Sehr, sehr cool. Aber ich habe noch eine andere Motorrad-Mod. Die könnt ihr euch mal reinziehen im Workshop. Lamborghini. Oh, okay. Der Dampf unter der Haube. Gehen wir mal Vollgas. Ja, 60 Meilen. Bisschen wenig, muss ich sagen. Hört sich soundtechnisch nicht ganz so gut an. Oh je. Hört sich mehr nach Tinnitus an, als nach Lamborghini, muss ich ganz ehrlich sagen. Da sollte der gute Frank nochmal beim Sound nachpatchen. Denn der Lamborghini bei Kickets Vehicle war designtechnisch meiner Meinung nach besser. Ich weiß nicht, wo der viel mit dem Lamborghini zu tun hat. Der war besser designed, Cabriolet, und hatte noch mehr Dampf. Der ist, glaube ich, über 100 Meilen gefahren. Also wirklich super schnell. Aber am Anfang hört sich der Sound gut an, aber später knattert das so. Ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt. Sind wir ja heute voll im Autofieber und testen hier alle möglichen Fahrzeuge. Okay, das ist jetzt so eine Lamborghini und dann gibt es eben noch die Cabrio-Version. Und das auch wiederum in allen möglichen Farben. Und auf das Teil hier bin ich besonders gespannt. Schaut euch allein mal die Felge an. Da hat er wirklich, wow, die Motorhaube, diese Schildchen überall.
Und wenn er da drin sitzt, wie viele Plätze hat er denn? 10. 10 Plätze. Ach, sag bloß, man kann sogar oben drin sitzen. Unterschied, muss ich ehrlich gestehen. Ich steige jetzt mal aus und teste mal, ob man da. Natürlich, man kann auch reinlaufen in den Bus. Und dann mal ganz gemütlich hier ein Spaziergängchen machen. Wahnsinn. Also da werde ich auf jeden Fall ein super tolles Thumbnail hinbekommen mit diesen klasse Autos. Den fahren wir jetzt nicht. Jetzt fahren wir. Schaut euch dieses bullige Polizeiauto an. Sirene gibt anscheinend keinen Sound, aber. Hört ihr das? Hört ihr das? Drück mal Alt-Kurs. Ist die Sirene jetzt an? Ich weiß nicht, ob die an sein soll. Alt groß machen wir ja nicht an. Aber ist jetzt völlig egal. Sieht mal super cool aus, wenn er auf einem Royal Play Server mit so einem Polizeiauto angedüst kommt. Fällt mir auch sehr gut. Licht, alles funktioniert. Hupe. Sieht auf jeden Fall deutlich besser aus. 4 Plätze hat es wahrscheinlich. Als Auto, Polizeiauto aus dem Spiel das normale, finde ich. Meiner Meinung nach sieht es besser aus. Und jetzt hier ein. Was zum Henker ist, eine Badewanne. Ich glaub's nicht. Mit Schaum und Wasser drin. Das ist ein Easter Egg. Oh! Hat auf jeden Fall den Rasenmähermotor verbaut. Oh, aber hier zieht ganz schön. Fährt ja schneller als das Motorrad. Der Wahnsinn, sitzt mal hier im Badeschaum und fährt gemütlich mit seiner Badewanne vorher. Wahnsinn, Wahnsinn. Okay, aber insgesamt. Das Wasser bewegt sich nicht, wäre ja auch noch zu schön. Ich glaube, das Wohnmobil heben wir uns zum Ende auf. Checken erstmal den Pickup. Ich finde, soundtechnisch könnte man da auf jeden Fall noch ein bisschen was spielen lassen. Denn die Fahrzeuge hören sich alle schon ziemlich ähnlich an. Ich habe da schon Besseres gehört, bin Besseres gewohnt. Okay, der Truck ist jetzt nicht, der Pickup ist so berauschend. Aber was mir an den Fahrzeugen sehr, sehr gefällt, ist das Design. Hier haben wir dieses London-Taxi. Londonese Taxi. Was meiner Meinung nach super cool aussieht. Fahren wir mal hier die ganzen Fahrzeuge zur Seite. So. In der Lenkung sind so ein bisschen eingeschränkt, die Fahrzeuge. Obwohl, es geht eigentlich. Also man kann noch mitfahren, es backt nichts. Und ich bin hier wirklich im Autofieber, wie ihr hören könnt. Ein Auto nach dem anderen. Als nächstes checken wir die Panzer aus. Und ich bin mal gespannt, ob diese Panzer schießen können. Was ich nicht vermute, wäre natürlich... Wenn das... Aber was steckt denn da oben drin? Sieht so ein bisschen aus. Als würde es gehen, aber ich glaube es nicht. Oh, 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 okay. Der merkt ja, da ist was unter der Haube. Beim Panzer. Licht und Hupe funktionieren. Jetzt halten wir mal an. Guck mal die Sitzplätze. Aber ihr könnt hier oben... F2 war das jetzt, F3. 11 Sitzplätze! Ich glaub's nicht. Stell dir vor, ihr fahrt mit eurem Panzer. Und habt hier einfach mal eure ganze Armee. Ja, dass ihr eure ganze Armee hier drin sitzen habt. Ich muss mich entschuldigen, ich habe einen Fehler begangen. Auch drüben beim London Bus. Also an der Stelle nochmal eine Entschuldigung an euch. Da muss ich jetzt einen kleinen Cut, da wird ein kleiner Cut drin sein, wo die zwei Videos nicht aufeinander passen. Ich habe die Taste F9 benutzt, um Sitzplätze zu tauschen, auch hier beim Panzer. Und dabei vollkommen vergessen, dass das meine Aufnahmetaste ist, mit der ich die Aufnahme starte und stoppe. Aber ich habe das Ganze jetzt, werd ich ein bisschen zusammenschnippeln, da wird es nicht ganz so übereinstimmen mit dem Sound. Also da müsst ihr Nachsicht haben mit mir. Wir werden uns nämlich jetzt den letzten Panzer anschauen, der meiner Meinung nach am besten aussieht von den... Ja gut, das sind auch Panzers, meine ich. APCs werden die hier genannt. Wir schauen uns jetzt noch diesen Panzer an. Wow! Wie viele Sitzplätze hat er? 5. Und ihr könnt oben rausschießen. Quasi mit den Waffen dann. Was zum Henker? Ihr könnt durch das Rohr gucken. F5? Wo sind wir denn hier gelandet? Bei F5? Hä? Hä? Wo sind wir denn hier gelandet mit F5? Schauen wir irgendwie hinten gegen die Kanone oder wie? Fahren wir das Ding mal. Boah!
Der hat nur 3% Tank, aber der seht. Ihr seht, warte mal. Frag mich, ob die durch die Scheibe könnte es sein, dass ihr da sogar keine Hits bekommt, aber trotzdem raussehen können. Finde ich sehr cool gemacht mit dieser Glasscheibe. Der rammt wahrscheinlich auch extrem gut. Probieren wir es. Na okay, mit einem. Ihr könnt Bäume nicht mit einem Hit umfahren, sag ich mal. Aber der Panzer macht auf jeden Fall einiges her. Dann Licht. Eine Hupe, aber kein Licht, okay. Aber der sieht designtechnisch sehr, sehr cool aus, auf jeden Fall. Und ich habe jetzt wirklich viel, viel geredet. Hab euch alle Fahrzeuge gezeigt, die in diesem, außer das Military Motorrad, das konnte ich leider nicht cheaten, aus welchem Grund auch immer, ich probiere es nochmal. 17.033 war die ID, aber kommt einfach nichts. Nochmal Add Time, könnte auch die Zeit, Add Time 12, so, jetzt ist wieder hell. Sehen wir wieder was, wir sind wieder fröhlich, haben alle Fahrzeuge durchgetestet. Und ich könnte mir vorstellen, dass diese Fahrzeuge auch bald auf einer Map erscheinen werden. Aber das sehen wir ja dann noch. Hier haben wir jetzt ein ganz schönes Chaos hinterlassen. Schreibt mir auf jeden Fall mal eure Meinung zu diesen Fahrzeugen in die Kommentare. Ich bin wirklich begeistert davon. Ich bin jetzt Fan von diesem Vehicle. Ach so, das, genau, das Wohnmobil, bevor wir es vergessen. Schauen wir uns das noch an. F? Kann man nicht einsteigen? Ah doch. Wow. Okay, das Wohnmobil wird, glaube ich, mein Favorit, wenn ich mir das gerade so anschaue. Oh, 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 da bin ich ausgestiegen. Na, hat das Ganze erstmal einen Sideflip gemacht. Muss ich hierher laufen? Ah, ich muss, glaube ich, darüber laufen, dass ich einsteigen kann. Wie viele Plätze hat das gute Stück? 8. Ihr könnt euch sogar hier an den Tisch setzen, gemütlichen Schwätzerchen halten, natürlich. Vielleicht kann man sich ja oben sogar noch aufs Bett legen. Das wäre natürlich... Also Wahnsinn, Wahnsinn, könnt euch auf... Ihr könnt euch auf die... Sehe ich das richtig? Ich sitze auf der Kloschüssel. Und ihr könnt auch hier drin rumlaufen. Hier kommt er nicht rein. Aber hier hinten gibt es sogar eine Kloschüssel. Oder was das auch immer sein soll. Ja, eine Kloschüssel. Da könnt ihr drauf sitzen. Und das hat eine komplette Innenausstattung, dieses Wohnmobil, wie ihr sehen könnt. Also, eine super Sache. Da könnte man bestimmt auch gut jetzt was draufbauen. Wie das in Unturned ja seit längerem möglich ist. Und daraus eine fahrende Base machen. Könnte ich mir gut vorstellen, dass es funktioniert. Ich würde jetzt gerne ehrlich gesagt mal da oben drauf gehen. Hat das hinten eine Leiter? Nein, leider nicht. Aber das war's von mir mit dem Franks Vehicle-Pack und dem Workshop, dem kurzen, knappen Workshop-Tutorial. Ich hoffe, ich konnte euch damit weiterhelfen. Ihr wisst jetzt, wie ihr den Workshop richtig anwendet. Könnt euch da Waffen, alles Mögliche herunterladen. Ein kleiner Tipp noch von mir, wenn ihr Vehicles cheaten wollt, dann setzt davor das Add Vehicle. Wenn es eine Waffe oder irgendein anderes Item sein soll, dann gibt er da GIF ein, Add GIF. Und mehr braucht er auch gar nicht, so viel ich weiß, nee. Und Add Time und dann eben eine Zahl, bei jeder Map unterschiedlich, 2000 machen wir jetzt mal. Ja, dann ändert sich das Wetter, beziehungsweise die Tageszeit. Und das könnt ihr alles im Singleplayer machen. Völlig legal. Wieso soll das auch illegal sein? Ist eine Funktion des Spieles. Nur, sollte nur mal gesagt sein. Und so könnt ihr euch eben hier... Das könnt ihr übrigens auch auf Servern machen, die ihr selber hostet. Das heißt, da könnt ihr das Ganze auch machen. Und euch dann Sachen cheaten, Bauteile, alles mögliche und riesen Basen bauen. Falls ihr lieber offline spielt oder wenn ihr eben auf einem Server den Mod-Rang oder den Admin-Rang habt, könnt ihr auch, wenn es euch gestattet ist, solche Dinge tun. Trefft die Waffe mit dem Semi nicht. Okay, wenn ich tiefer ziehe... Nicht mal dann, die verzieht ganz schön die Honey Badger. Aber im Nahkampf eine unschlagbare Waffe, super Waffe sogar. Spiele ich sehr gut in der Third Person, schaut mal. Wenn ich jetzt es auf Auto stelle. In der Third Person kann er damit wirklich Leute wegsprayen. So, also, ich habe euch alles gezeigt zu den Fahrzeugen. Sage euch danke fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr fandet die Folge interessant. Wir haben ja jede Menge Fahrzeuge gesehen. Die Folge hat sich jetzt auch ein bisschen in die Länge gezogen daher. Und da ich auch noch einiges zu den Fahrzeugen gesagt habe, war heute auch mein erstes Mal, dass ich diese Fahrzeuge getestet habe. Denn ich habe das Modpack erst heute entdeckt. Und habe mir gedacht, das gucke ich mir nochmal an. War mir noch nicht sicher, ob ich es auch euch auch zeigen möchte. Aber als ich gelesen habe, 61 neue Fahrzeuge gesehen habe, was für Fahrzeuge drinstecken, da habe ich mir gedacht, muss ich einfach ein Video dazu machen.
Wenn gerade die Leute, die vielleicht auch mal eine Map erstellen wollen, können dann solche tolle Fahrzeuge auf ihre Map bringen. Ja, und genau das wollte ich damit erreichen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich sage euch danke fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge zu Unturned oder zu einem anderen Spiel. Lasst euch da mal überraschen. Bis dahin. Ciao. Confirmed.